Moin und willkommen bei FlixFlex. Heute will ich euch zeigen, wie ihr euren Affinity Designer so einstellt, dass ihr damit optimal arbeiten könnt. Dafür bin ich jetzt einfach in einer Standardeinstellung, also so sollte es aussehen, wenn ihr einfach den das erste Mal, denke ich mal, öffnet. Natürlich jetzt vielleicht noch nicht direkt hier mit so einem Feld, aber ich meine, wenn ihr eine Datei geöffnet habt, wie so die ganzen Sachen angeordnet sind, sei es hier oben die Leiste oder auch hier rechts die einzelnen Sachen. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, was ich davon halte, was ich denke ein bisschen überflüssig ist und wie wir das Ganze ausschalten können. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal bei den Basics an. Und zwar sehen wir hier oben beim Fenster, das ist quasi der Punkt, der uns interessiert. Hier geht es darum, dass wir quasi die Sachen wie Darstellung, Ebene, was wir da eben auf der rechten Seite sehen, an- und wieder ausblenden können. Ich würde sagen, wir fangen hier oben rechts direkt an und sehen, dass die Farbe natürlich hier direkt am Anfang ist. Das ist, denke ich, natürlich klar, weil es eines der wichtigen Sachen ist, die Sachen einzufärben. Darum, das lasse ich auf jeden Fall immer so. Die Farbwälder persönlich nutze ich nicht. Darum blende ich die einfach aus, weil mich das einfach stört, wenn ich zu viele Sachen hier oben offen habe. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr entweder hier mit der linken Maustaste gedrückt haltet und diese dann hier rauszieht. Und dann habt ihr das hier nochmal relativ frei und könnt es im Prinzip nochmal neu anordnen. Und dann könnt ihr hier oben rechts auf das X klicken. Eine andere Alternative ist, dass ihr, wie gesagt, hier oben ins Fenster geht und dann bei den Farbbildern einmal draufklickt. Dann werden die wieder angezeigt oder eben den Haken wegnehmt, dann verschwinden sie. Die Kontur ist, finde ich, auch wichtig, brauche ich auch auf jeden Fall, wenn es darum geht, eben irgendwelche Ränder oder so für den Text oder für irgendwelche Objekte zu setzen. Darum würde ich das auf jeden Fall auch lassen. Die Darstellung habe ich persönlich noch nie benutzt, darum blende ich die auch meistens einfach aus. Hier unten, die Ebenen sind natürlich auch extrem wichtig, weil sonst wissen wir natürlich nicht, wo welche Sachen jetzt sind. Die Pinsel brauche ich auch nicht, zumindest nicht hier im normalen Affinity Designer. Benutze ich die überhaupt nur, wenn ich hier oben in die Pixel-Persona reingehe, aber darum soll es heute nicht gehen. Darum würde ich sagen, blenden wir die auch einfach mal aus. Die Quick FX, das sind quasi die Effekte, die man hier einstellen kann. Die würde ich sogar einfach nochmal lassen, weil gerade wenn man jetzt hier den Text auswählt, gibt es ja diese Umrandung und die, finde ich, kann man ab und zu auch irgendwann benutzen. Keine Ahnung, machen wir jetzt mal in Rot, sehen wir, dass quasi außen wie so eine Kontur gelegt wird. Darum hätte ich das einfach nochmal gelassen. Das stört mich nicht. Die Stile, die können wir für unseren Druck, soweit ich weiß, eh nicht benutzen. Darum blende ich die auch einfach mal aus. Dann habe ich häufig das Problem, dass ich an einem relativ kleinen Laptop arbeite und somit hier mein Ebenenfeld auf der rechten Seite relativ klein ist. Und wenn ich dann irgendwelche Designs habe, die schon, beziehungsweise ganze Dateien habe, die einfach ganz viele Vektoren und so haben, dann ist es schwierig, hier rechts den Überblick zu behalten. Darum habe ich mich dafür entschieden, dass ich hier die rechte Seite hier unten, also Transformieren, Navigation und Protokoll, auch alles ausblende, weil es einfach so Sachen sind, die ich im Prinzip nicht nutze, die vielleicht nice to have sind, vielleicht benutzen andere sie für ihren Workflow, aber ich brauche sie nicht. Das Protokoll zeigt dir zum Beispiel deine vergangenen Schritte an, dass du dann schneller nochmal wechseln kannst. Der Navigator zeigt nochmal, beziehungsweise mit dem kann man hier einfach nochmal ein bisschen rumspielen, ein bisschen ranzoomen, aber das mache ich sowieso mit dem Mausrad, darum ist es für mich auch nicht notwendig. Und das Transformieren habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, beziehungsweise mir noch nicht genau angeguckt. Darum würde ich sagen, blenden wir die ganzen Sachen nochmal aus. Dann noch den Navigator und das Protokoll. Und jetzt geht es vielleicht darum, welche Sachen brauchen wir noch. Also wenn wir uns hier die Sachen angucken, ist meiner Meinung nach ganz wichtig die Assets, weil hier speichere ich eben Vektoren, die ich häufig benutze, einfach ab und dann fällt es viel leichter, die direkt wieder reinzuziehen. Darum kann ich empfehlen, das auf jeden Fall mit anzublenden. Wenn euch das auf der linken Seite stört, habe ich nämlich zum Beispiel auch manchmal das Gefühl, dass ich dadurch einfach einen zu kleinen Bereich hier in der Mitte habe, mit dem ich arbeiten kann. Könnt ihr einfach, wie bei den anderen Sachen, einfach hier das festhalten mit der linken Maustaste und das zum Beispiel hinter die Ebenen ziehen. Das mache ich je nachdem, wie es passt, mal auf der linken Seite, mal zwischen den Sachen hier. Aber da könnt ihr, wie gesagt, auch selber ganz frei entscheiden, euch überlegen, wo ihr es am liebsten haben wollt. Ansonsten, wenn man hier nochmal bei den Assets guckt, gibt es, soweit ich weiß, nicht viele andere Sachen. Man könnte noch sowas wie Textstil oder so hinzufügen. Ja, wobei, eigentlich braucht man es auch nicht. Bin ich einfach ein Freund davon, es relativ schlicht zu halten, also möglichst wenig Sachen, damit man einfach einen guten Überblick hat. Wie könnt ihr das jetzt speichern? Das auch geht ganz einfach. Ihr geht oben auf Fenster, Studio und sagt Vorgabe hinzufügen. Und jetzt nennen wir das einfach mal zum Beispiel YouTube. Und jetzt passiert es ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel aus Versehen,
das ist aus Versehen passiert, auf Studio zurücksetzen kommt, sehen wir, dass hier auf einmal wieder unsere ganzen Sachen sind, die wir eben abgewählt haben. Jetzt, ganz einfach, können wir auf Studio gehen und unsere Vorlage auswählen, nämlich hier mit Steuerung Umschalt auf 2 als Shortcut, können wir draufdrücken und sofort erscheint die Art, die wir eben ausgewählt haben. Das Coole daran ist, dass ihr euch einfach dann mehrere verschiedene Vorlagen erstellen könnt, je nachdem, wo es euch besser passt. Also wenn ihr für bestimmte Designs oder so mal was anderes braucht, könnt ihr das eben so einstellen und könnt so relativ schnell wechseln zwischen den ganzen Vorlagen, die ihr euch selbst erstellt habt und eben dies, genau, welche Funktionen sie haben. Genau, das soll es dann aber auch schon gewesen sein fürs erste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt irgendwas mitgenommen, schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und yes, ciao, ciao!